Ich habe zumindest eine halbwegs gute Lösung jetzt, meine Brille aufsetzen zu können und gleichzeitig keine Schmerzen zu haben. Dafür habe ich übelste Nackenschmerzen, aber jetzt, also jetzt geht es mittlerweile. Gestern war es die absolute Hölle. Also es war so eine Qual. Leute, ich wünsche das meinem schlimmsten Feind nicht. Wirklich, es ist kein angenehmes Gefühl. Ich muss auch so ein bisschen jetzt hier wieder... Wir hatten hier zuletzt, glaube ich, war ich dabei, dieses krasse Megaschiff zu bauen. Genau, Liesefriede, oder das heißt? Das heißt überhaupt nicht Liesefriede. Das heißt Volkische. Wie komme ich auf so einen Scheiß? So. Und ich habe gleich noch einen Monitor gebaut. Und dann haben wir genug Schiffe, um... in Embesa unseren Krieg zu führen. Bandscheibe? Nee, nix da Bandscheibe. Ich habe Nackenschmerzen. Hier. Kannst mich gerne massieren. Wow. Ah. Ja, geht gut los heute. Aber das, der Pulli ist eh schon dreckig, also von daher auch egal. Ja, was gut geholfen hat, war so eine Übung, so eine 10 Minuten Entspannungsübung. Aber am liebsten würde ich einfach echt zu einem richtigen Profi Physiotherapie machen. Ich glaube, der würde mir das innerhalb von 10 Minuten alles wieder einbringen. Okay. Also schiffsmäßig sieht es schon mal gut aus. Was nicht gut ist, wir haben überhaupt gar kein Öl. Ich würde mal sagen, wir machen uns mal auf die Suche nach Ölinseln. Wenn denn überhaupt noch irgendwelche Inseln frei sind. Ich glaube nämlich, es sind schon alle voll. Und hier haben wir schon unser Öl. Was ist denn jetzt schon wieder, ey? Racism, Gearlord. Vor allem das Wort, was verboten ist. Keine Ahnung, warum das ver... Versteh's nicht, sorry. Jedes Mal wird der Gearlord hier gebannt, Alter. Ich muss erstmal hier erlauben. Mein Gott, ich brauche dringend Mods hier. Armer Gearlord. Muss halt aufpassen, was man hier schreibt. Nee, also hier haben wir kein Öl mehr. Wir können nur noch in der neuen Welt irgendwas. Da sind, glaube ich, auch schon alle Inseln belegt. Hier ist Öl. Geil, guck mal, hier sind 13 Ölquellen. Es war das Wort Zog. Z-O-G. Du Schlingel. Fuerteförde habe ich doch schon ewig. Okay, Leute, wir machen hier fette Ölfabrik jetzt hin. Dann haben wir auch alles. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen 10. Das einzige Nachteil ist, mit diesem Kopfhörern ist der Sound einfach scheiße. Ja, der hört sich wirklich blechern an und kacke, aber das ist jetzt gerade bei Anno nicht so schlimm. Dass die Ölfelder nie in eins reinpassen, ne? Das ist auch immer so tricky. Ja, dann machen wir halt so. Stapel gelaufen. Wir haben die mega krasse Ultraschiff fertig gebaut. Boah, sieht das geil aus. Aber nicht täuschen lassen, das ist ein reines Frachtschiff. Den benennen wir mal nach unserem
jüngsten Follower. Es mangelt an Arbeitskraft. Kisten unter Deck. Es mangelt an Arbeitskraft. Arbeitskraft. Sind unterwegs. Aber es wurde unter anderem ein neues Anno vorgestellt. Wie sehe ich überhaupt aus in der Kamera? Die Kamera ist zu weit weg, wie immer. Das geht mir auch von Keks her. Ich brauche mal eine neue Streamcam irgendwann. Die ist hässlich, die ist schlecht, sie ist kacke. Es nervt mich, ich muss jedes Mal manuell einstellen und das übernimmt halt jetzt die Settings nicht. Das tut mir leid. So. Was brauchen wir jetzt nochmal alles? Wir brauchen Glas. Wir brauchen Stahl. Zwar mehr Stahl. Wir brauchen... Was braucht man noch? Ziegelsteine, Holzbretter. Die Schienen noch. Ja. Passt. War noch ein Item? Nö, schade. Rette. Also, es wurde vorgestellt ein neues Anno. Anno 117 heißt das, glaube ich. Anno 117 meine ich, heißt das. Nicht Anno 9, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ich glaube, sie haben es nur deswegen nicht Anno 9 genannt, weil es halt noch nicht der neunte Teil ist. Es hätte zu viel Verwirrung, glaube ich, gegeben. Deswegen haben sie es meines Empfindens nach jetzt Anno 117 genannt. Spielt aber ja trotzdem im gleichen Setting. Ja. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Wo muss ich denn hin dazu? Ah, das ist wieder am Arsch der Welt, oder? Kann das sein? Hier. Okay. Leider kein Schiff frei. Was ich drum kümmern könnte. Kann sich ja aber der Kollege drum kümmern, der gerade unterwegs ist. Und zwar haben wir jetzt... Ich glaube, der ist schon weg vom Fenster. Ne, hier. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr, sehr schnell ist. Das ist, glaube ich, das schnellste Dampfschiff in dem Spiel. Können noch mal ausbauen. Nice. Was, ein Monitor mit Flammenwerfer? Wäre ja auch ganz geil. Aber hier... Jetzt natürlich wieder an Strom, ne? Besser die Ohren zu. Zieht die Bremse. Zieht die Bremse. Die Ölbremse haben wir gezogen. Ja, Hallöchen. Edo Tavalus.
Wie geht's, wie steht's? So, Gearlord kommt gerade angeflogen. Mit einer Menge Kaffee. Jetzt interessiert mich eine Ölroute hier. Es ist eigentlich unsere Ölroute geworden. Hier, Öltel. Ah ja, okay. Ich frage mich, ob wir das nicht anders lösen können. Es führt nämlich dazu... Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben endlich wieder Einfluss. Wir haben das Einflussproblem gelöst. Das haben wir nämlich endlich hingekriegt. So, ich würde mal sagen, wir passen diese Route hier mal an. Die gefällt mir einfach nicht. Es mangelt an Arbeit. Was ist das denn für eine komische... So. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, aber ohne den Näheres, bitte. Dann machen wir das doch mal so hier. Genau. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar weitere Schiffchen. Es kostet noch mal so ein Öltanker. Ah, ja, okay. Mindestbestand. Naja, also wir haben jetzt mittlerweile echt das Einflussproblem ohne Hacienda gelöst, weil Hacienda, Leute, ist halt wirklich einfach eine Schuldenfalle, nichts anderes. Und wir haben mittlerweile so viele Ingenieure, dass wir unsere minus 200 Einfluss mittlerweile abbauen konnten. Ach, nicht Ingenieure, Investoren meine ich. So, woran scheitert es hier eigentlich? An Elektrizität. Dann stell du doch mal hier die Arbeit ein. Brauchen nämlich vor allem. Die Rohre sind leer und warten auf Durchlauf. Machen wir mal. Ah, das sieht echt blöd aus hier. Das ist ja wirklich gar nichts. Aber Moment. Wo sind unsere Ölfrachter hin? Hä? Was ist denn jetzt los? Haben wir sonst gar keine Öltanker hier oder was? Nee. Genau, der hier, der wird uns jetzt ein bisschen... So. Also, es wurde gestern ein neues Anno vorgestellt. Ich sehr interessiert. Ich habe nur ein bisschen... Das Einzige, was mich skeptisch stimmt, ist, dass... Nein! Wieso ist hier nur 87? Das ist viel zu wenig. Ja, das ist kacke hier. Also hier diese Insel hier, die bringt uns nichts. Die bringt uns wirklich gar nichts. Es ist so eine kleine Ölquelle hier. Naja, was soll's. Das Einzige, was mich skeptisch stimmt, ist halt, dass es auch auf die Konsolen kommt. Das gab es ja bei Anno 1802 auch so, aber halt erst später. Hier wird das halt gleichzeitig gemacht. Es könnte halt sein, dass das Spiel dadurch so ein bisschen ja, massentauglicher und simpler wird vielleicht. Aber alles wird simpler als Anno 1800. Ich meine, das ist so ein Komplexitätsmonster. Das kann durchaus halt... Das ist sowieso klar, dass es dann nicht ganz so krass wird.
Okay, Monitor. Ja, der baut sogar zwei Monitore? Okay, ich hätte aber ehrlich gesagt lieber einen mit Flammenwerfer. Ich hätte lieber einen mit Flammenwerfer, Leute. So. Ah, wir können hier einen Öltanker bauen. Sehr schön. Dann, Moment. Achso, der baut jetzt hier. Okay, ich hab's verstanden. Und was fehlt jetzt für den Flammenwerfer? Alles. Es fehlt alles, was wir brauchen. Okay. Okay. Warum nicht Marktwirtschaft? Gute Frage. Freie Marktwirtschaft für alle. Alles bereit. Es läuft, wir können es eigentlich relativ entspannt heute mal spielen, glaube ich, weil wir jetzt unsere ganzen Engpässe und so mal halbwegs in den Griff bekommen haben. Was haben wir hier nochmal? Quarzgrube, ja. Gefällt mir auch. Alle Schreinereien und Fensterfabrik. Mhm. Sehr gut. Wir haben ja noch ein paar gute Items so. Und wir haben vor allem diese Hippe, glaube ich. Hier, industrielle Hippe. Das heißt, wir sind unserem Tierfell-Layout ein gutes Stück näher gekommen. Wir müssten jetzt eigentlich nur die zwei anderen Items noch finden. Oder halt erforschen, damit das hier wirklich dann mal anfängt, hier zu funktionieren. Wo ich halt Angst habe, ist, weil wir halt ständig Ölprobleme haben. Wenn wir jetzt halt irgendwann, keine Ahnung, 100.000 Einwohner haben, dann wird immer zu wenig Öl sein. Und wir haben ja jetzt schon wirklich... Deswegen müssen wir, glaube ich, mal so langsam die Arktis anfangen, weil in der Arktis kann man ja dann Gas abbauen und das ist ja die Ölalternative. Sind auch leider kaum noch Inseln frei. Pass auf dein Geld auf. Das sieht doch alles entspannt aus mit dem Geld. Erstmal haben wir 25 Millionen. Und dann habe ich ja immer wieder Phonographen hier und Uhren, die hier abgebaut werden. So nebenbei. Und die werden ständig verkauft. Und deswegen, Leute, alles easy. Also Geld ist, glaube ich, alles. Ja, Hotel Hilton hat sich hier mittlerweile niedergelassen. Zwar gleich mehrfach. Sogar die Königin hat schon da drin geschlafen. Zur Einweihung unseres Türmchens hier. Der keine Trauben mehr hat. Ein Turm ohne Trauben. Ein Turm ohne Trauben. So. Wir haben doch hier vorhin irgendein Schiff hingeschickt. Irgendeinen Öltanker, genau. Wir brauchen dann Öl. Und wir haben ein richtig krasses Schiff vorhin gebaut. Hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben das hier gebaut. Das Vollkühlschiff. Das absolute mega krasse Ultraschiff. 6 Frachtplätze und hohe Geschwindigkeit. Jetzt baut doch mal hier. Hier fehlt halt ständig Öl auf der Insel. Aber da kann ich ja auch jetzt nichts dran ändern. Also, beziehungsweise doch können wir. Wir haben jetzt ja hier, glaube ich, unser... Das ist unser ultra geiles Ultraschiff. Und das ist jetzt auf dem Weg zur einzigen Insel, die noch da ist. Ich glaube, das ist wirklich die letzte, auf der wir noch Öl abbauen können. Und dann war es das. Es sei denn, wir kaufen uns natürlich ein paar Inseln. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das habe ich damals schon probiert. Es ist super schwer, eine Insel zu kaufen. Weil wenn du dir diese Anteile kaufst,
Die kaufen die sich immer zurück, die Leute. Ja, also bevor du alle hast, holen die sich immer einen Anteil wieder. Wir tun alles. Ansonsten müssen wir halt irgendeine Mod aktivieren, die uns das Problem vom Hals schafft. Gibt's bestimmt irgendeine Mod, die uns, es gibt eine Mod, mit der man irgendwie alle Inseln freiräumen kann, glaube ich. Die habe ich mal gesehen. Also die ganzen NPCs werden quasi obdachlos gemacht oder komplett rausgelöscht. Aber das will ich ja eigentlich auch nicht. Das ist mir schon wieder zu viel. Aber falls wir halt wirklich nicht mehr weiter wissen, wäre das eine Option. Ja, in der neuen Welt. Also in der neuen Welt habe ich jetzt hier die Fuerte-Fuerte-Insel und habe ja gesehen, dass ich ja hier noch lauter Ölressourcen habe. Und die müssen wir jetzt natürlich mal nutzen hier. Auf Manola ist dagegen alles noch ziemlich unspektakulär. Hier wird auch schön Öl abgebaut. Ja, hier haben wir noch eine Ölquelle. Schön, dass Sie... Kann das denn sein? Lol. Man muss schon nutzen, was man hat. Was ist hier? Volles Lager, okay. Ja, neue Welt ist natürlich immer irgendwas, was gerade nicht funktioniert. Ich meine, hier geht einfach nichts mehr auf der Insel. Wir müssen halt wirklich auf Manola uns jetzt konzentrieren. Auf der hier ist eigentlich wirklich finito, würde ich sagen. Hier gibt's nichts mehr, nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, wir haben noch die Mission mit dem Elektrizitätskraftwerk, genau. Ja, dann machen wir noch. Wir machen jetzt erstmal hier unsere... unser ganz Kram hier rein. Dann soll der jetzt mal hier das Treibgut besorgen. Und dann fangen wir doch jetzt mal an hier. Jetzt nur gerade was abchecken. Interessant. Bin gleich wieder bei euch. Sounds. Moment, bleibt man hin. Okay, alles klar, so. So, wo waren sie denn hier, die Ölquellen? Ich habe eigentlich die Mod mit dem größeren Ölradius, aber aus irgendwie kommt mir der gefühlt nicht größer vor. Also alle kriege ich hier, glaube ich, eh nicht rein. Obwohl, doch. Ich glaube, wir haben alle reingekriegt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der hier zählt, aber ich glaube ja. So, ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Der ist schon aktiviert, ja. Der ist schon... Ich glaube schon. Also die sind ja eigentlich... Ist jetzt auch egal. Ist natürlich noch die Frage, wo bauen wir unseren Ölhafen hin? Ganz ehrlich, ich würde es fast sinnvoller finden, wenn der dann hier erstmal nach Manola geht. Ich baue den jetzt erstmal hier nach Manola. In die Richtung.
Beziehungsweise, wo ist unser Baby? Baby, wo bist du? Ja, vielen Dank. Ohne Kaffee geht hier gar nichts. Das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für unsere Investoren, die, glaube ich, auch immer zu wenig haben. Jetzt halt ein bisschen blöd hier mit dem, dass unser Schiff gerade beschäftigt ist, leider. Wir können ja trotzdem mal hier Entwürfe weiterbauen. Freie Küste? Ich will noch freie Küste. So, dann fand ich noch lustig, dass das Prince of Persia Remake, also Sands of Time, es lebt, Leute, es lebt. Es ist in Entwicklung, sie haben es bestätigt. Es wurde ja vor 3 Jahren vorgestellt. Und sie haben wirklich den kürzesten Teaser gezeigt, den ich eigentlich je gesehen habe, in dem eigentlich nichts zu sehen war, nur das Logo. Was ist denn jetzt hier, Mensch? Verbind doch mal die Schiene, Mensch! Wir haben doch Baumaterial. Ach so, man braucht Holz für Schienen. Aha. Ja, und das war's. Sie haben nur im Prinzip bestätigt, ja, das Spiel existiert noch. Und es kommt 2026. Mehr war nicht zu sehen. Was will denn der jetzt hier noch alles? Ich hab zu tun, Willi. Und warum hängst... Was macht der da? Der steht hier mitten auf meinem Kai. Ist das so gewollt? Nee, das ist ein Bug, oder? Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Alles klar. Ah, was gab's noch? Es gab noch, also bei Ubisoft war es, ja, Assassin's Creed Shadows halt natürlich. Und richtig gefeiert habe ich bei Doom. Doom 3 quasi wurde angekündigt. Bei der Xbox-Konferenz. Ja, wenn ich was liebe, sind es wirklich die Doom-Spiele. Also ich mag sowohl die alten, als auch diese Neuinterpretation. Es ist einfach... Das ist wirklich absolut höchste Güteklasse, was Ego-Shooter angeht. Kannst du nicht besser machen. Und natürlich Starfield, neuer Starfield-Content. Wir alle wissen, ich liebe Starfield. Ich streame es gerade nicht, weil es einfach wirklich keiner schaut. Ich spiele es gerne, aber es passt gerade nicht so in den Plan hier rein. Wenn ich Valhalla durch habe, werde ich wahrscheinlich wieder Starfield streamen. Aber im Moment weiß ich noch nicht so richtig, wie ich es unter der Woche unterbringen soll. Heute ist kein Mittwoch. Nein. Heute ist kein Mittwoch. Heute ist Dienstag. Aber was Anno angeht, sind wir hier absolut im Plan. Anno ist immer am Dienstag. Und der Mittwoch ist jetzt theoretisch streamingfrei. So. Mann, ey, komm mal in die Bötte hier. Du bist zwar das schnellste Schiff im Spiel, aber trotzdem nicht schnell genug. So. Mach den erstmal hier wieder zu. Attraktiver geworden. Und was brauchen wir? Eigentlich brauchen wir nichts mehr. Ach nee, es gab ja noch mehr Ölquellen, ne? Hier. Ja, je mehr, desto besser auf jeden Fall. Sieht doch alles ganz gut aus. Ich glaube, das waren alle. Moment. Na, nee, stimmt schon.